Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 24.09.2020. Heute war Corinna da. Es war extrem schön. Ich habe sie zum Essen gehen jetzt doch eingeladen, weil ich mir gedacht habe, es würde uns ganz gut tun. Sie war total nett und hilfsbereit und so, wie sie immer ist. Und ich habe einiges mit ihr besprochen und so. Und wir haben Kaffee getrunken und sie war rauchen. Und also mit mir nur, ich habe keine geraucht. Und es war ein schöner Tag insgesamt. Ich habe heute einige Pakete bekommen, unter anderem das Geburtstagsgeschenk für meinen Vater. Und meine Mutter hat mir für mein Foldable eine Hülle genäht. Die sieht so aus. So. Aus Jeansstoff gefüttert. Mit dem Knopf. Als Einhänger. Anhängerverschluss. Da ist mein Foldable drin. Hier. Und da kann ich es jetzt mehr reinstecken, wenn ich es in die Handtasche gebe oder wenn ich es aufbewahre. Und es hat mich total gefreut. Sie hat es voll schön gemacht. Und ist es fast etwas zu kurz geraten, hat sie gesagt, aber deswegen hat sie den Stoff als Verlängerung dran genäht, weil sie das Füttern nicht gerechnet hat. Aber ich finde, es sieht richtig cool aus. Mit dem Verschluss und so. Und aus Jeans. Dunkelblau. Mir gefällt es total gut. Ich hoffe, sie macht mir noch weitere solche Hüllen. Und sonst gibt's nicht so viel Neues. Morgen muss ich früh aufstehen, weil ich zu Kerstin fahre. Um 8.15 Uhr muss ich aufstehen, damit wir um 9 Uhr zu Kerstin fahren können. Und heute sind meine Lippenstifte von Marionu und das Geburtstagsgeschenk für meinen Vater und ein kleiner Brief für die Teilzahlung des Handys angekommen. Eigentlich warte ich noch auf eine DVD, aber die kommt heute sicher nicht mehr. Es ist schon 20.09 Uhr. Und die hätte eigentlich auch heute zugestellt werden sollen, aber wenn auch unterwegs drunter steht, kommt es meistens nicht mehr. Erst bei Zustellung kommt es. Auch wenn heute dabei steht, aber ja. Blöd. Ich habe etwas Gelenkschmerzen vom Wind draußen. Heute war es nochmal richtig schön warm. Und aber nicht zu heiß. Aber ab morgen soll es schlechter werden und den ganzen Tag regnen. Ich bin nicht zufrieden mit den Haare waschen, weil sie schauen schon wieder fett aus. Das kann ich jetzt einen Tag später sagen. Nicht so schlimm, aber man sieht es doch.
Und morgen sind sie sich richtig fit. Richtig fit. Und aber kann man nichts machen, ist halt so. Sonst fällt mir nicht viel ein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.